Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar, wir spielen SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom, die GBA-Version. Und das ist ein komplett anderes Spiel als zum Beispiel die PC-Version, was wohl irgendwie so ein Point-and-Click-Adventure ist. Oder halt in die besten Teile die GBA-PlayStation-2-Versionen. Achso, Xbox auch rein, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, das hier ist die GBA-Version, die habe ich damals sehr gerne gespielt gehabt. Und ja, schauen wir uns doch einfach mal an, was uns hier so schön erwartet. Das Spiel ist auf Englisch, das ist ja hier eine Emulation. Das echte Spiel habe ich auch gar nicht mehr, habe ich immer mal wieder verkauft. Ja, da kann ich auch wieder ins Knie beißen. Und das ist hier auf Englisch, aber ich hoffe, das macht nichts. Ich weiß gar nicht, ob das damals auf Deutsch gab, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber wir haben es auf Englisch, das reicht auch aus. Ja, dann machen wir doch einfach mal ein neues Spiel. Mache ich deutsche Übersetzung? Ich versuche es mal, ne? Bitte nicht blamen, dankeschön. So. Eine Nacht in Bikini Bottom. Wenn ich fertig baue den Duplikator 3000, meine Roboter werden mir gehorchen und Bikini Bottom beherrschen. So denke ich mir das. Die Roboter, ich... Comment. Mhm. Ich hoffe, ich kriege dann auch einen Krabby Patty. Also ein Krambe. Deutsche Übersetzung. Ich bin gut, ne? Ich weiß. Was? Roboter? Ich habe gesagt, ihr sollt mir gehorchen. Kommt zurück. Ja, ihr kennt es ja vielleicht noch von damals, wenn mein Einsatzwerk damals geschaut hat. Das war schon Schlacht um die Kinematik, die Gamecube-Version. Da hatte Planton halt so einen Duplikator gebaut. Aber leider hat er vergessen, den Hebel für Gehorchen umzulegen. Und deshalb gehorchen die ihn jetzt nicht. Und die haben jetzt einen eigenen Willen. Und ja. Ja, hier steht halt auch der Schalter. Ich habe vergessen, den Schalter umzulegen. Ja. Am nächsten Morgen. Meine ich jetzt eine Spongebob-Stimme? Nein. Hast du irgendwas Komisches bemerkt im Bikini Button, Gary? Nee, ich kann keine Spongebob-Stimme. Könnt ihr vergessen. Okay, ich gehe da mal besser zur Krusty Krab hier. Wer heißt das jetzt auf Deutsch? Ich sag Krusty Krab jetzt. So, für einen großartiger nächster Tag. Ich weiß nicht, was Hogtied bedeutet. Well, ich bin Hogtied und immer mit Pferd, White, SpongeBob. Es sieht so aus, als wenn Bikini Button infiziert wäre mit Robotern. Was ist denn G? G, I wondered why there was a robot in my shower this morning. Achso, ich frage mich, warum heute Morgen auch ein Roboter in meiner Dusche heute Morgen war. SpongeBob, dieses Roboter, das scheucht mir meine Kunden weg. Und sie machen off with me Krabby Patties. Sie machen mit mir Krabby Patties, Kammer? Ja, genau. Nun, es gibt da Kunden, die haben einen anderen. I guess that means I get the day off. Ich glaube, das sagt Thaddeus, weil das ist blau. Nun, dann gibt es halt keine Kunden, dann habe ich bestimmt einen Tag frei. Nein, Ich wette meinen ersten Dollar, Planton hinter diesen Krabbenburger-Dieben steckt. SpongeBob, du musst zum Schampbucket und die sogar zum Abfalleimer und diese stoppen oder es wird mein Business ruinieren. Keine Sorge, Mr. Krabs. Ich werde diese Roboter schon stoppen. So, Chapter 1. Ja, es gibt insgesamt 4 Chapter, wie ihr seht. Chapter 1, 2, 3, 4 kann ich auch noch nicht wechseln, weil wir bisher nur Chapter 1, 2 geschaltet haben. Und die Chapter sind, wie gesagt, halt aufgeteilt ein paar Levels. Das hier sind gerade 5 mit einem Endboss. Oder richtig, 4, ne, sind 6 mit einem Endboss. So, und wir spielen Level 1, 1, wenn Roboter attackieren. Ja, das hier ist SpongeBob. Ist das nicht toll? Jetzt habe ich mir gerade mal vergessen, einen Timer zu stellen. Warte mal. Das ist total gut professionell hier vorbereitet. Wartet, haben wir gleich. So. Ich stelle mal schnell einen Timer, wartet. Weil ich möchte doch immer noch mit Begrüßungen und sowas. Deshalb hier zack, zack. So, ist gestellt. Dankeschön. Ja, gut, dann können wir jetzt loslegen. Ganz professionell hier gestartet. Also, es ist so, ich habe jetzt echt gerade das runtergeladen, das Spiel. Oder ich wollte es die ganze Zeit Let's Playen. Und dann habe ich erstmal überschaut nach Emulatoren. Das war auch erstmal so ein Kampf, einen guten zu finden. Jetzt habe ich einen gefunden, das hier ist der Open Emo.
Der soll sehr gut sein. Ich habe ihn bisher mal erst ein paar Minuten benutzt. Ja, aber ich finde er schon ganz gut. Und falls euch auffällt, ich habe hier noch so einen Filter drüber gelegt, damit das Ganze ein bisschen schöner aussieht, das Spiel. Weil, wenn wir mal hier so in die Einstellungen schauen, wir können das Ganze natürlich auch gerne original lassen, das sieht dann so aus. Also, sieht auch ganz nett aus, hat halt diesen Originalstil, aber ich denke mal, für so einen großen Monitor dann doch lieber hier der schöne Filter. So. Ja, ich werde mal vorschlagen, wir beginnen, ne? Also, wir sind zum Beispiel, wir müssen die Roboter aufhalten, deswegen will ich bitte nie wieder was auf Deutsch zu übersetzen, auf Englisch, von Englisch auf Deutsch was zu übersetzen, so. Ja, das ist SpongeBob. Wir können springen, wir können gleiten, wenn wir den A-Druck-Knopf gedrückt lassen. Wir können Seifenblasen machen. Und wir können sneaken. So, und uns noch so bewegen. Das macht aber nicht viel aus. Wir können nach oben schauen. Und nach unten. Gut. Und das ist eigentlich so alles, was SpongeBob kann. Okay. Ach Quatsch, falsche Tasten gedrückt. So, ich werde also mit dem Gamepad und ja, wollen wir uns mal dran gewöhnen jetzt. So, was war ich denn mit dir? Genau, also jetzt sind halt diese Roboter. Das ist ein Standardroboter. Wir werden im Laufe des Abenteuers noch viele Roboter kennenlernen. Und auf die können wir draufspringen und die sind wie so ein Trampolin. Aber wir können auch diese Roboter mit unserer Seifenblase einfrieren lassen, sie bewegen und wenn wir die dann nochmal mit einer Seifenblase machen, dann werden sie wieder aktiviert. Und dann können wir sie hier benutzen. Das wird später noch wichtig, hier am Anfang erstmal noch nicht. In jedem Level gibt es 20 Gramm Burger, die kann man alle finden. Und dann schaltet man im Fotoalbum ein paar schöne Bilder frei. Aber die Hauptaufgabe in jedem Level ist, alle drei Funwälder zu finden, denn sonst geht die Tür am Ende nicht auf. So. Ja, das hier ist zum Beispiel ein fliegender Roboter, also die können da drauf fliegen. Also es gibt da bestimmte Positionen, welche Roboter haben. So, da ist gerade mal Sandy. Ja, komm, ich übersetze ja doch noch auf Deutsch. Es gibt keinen Halt für diese Roboter. Wenn du sie zerstören willst, dann komm zu mir zurück. Oder du wirst deinen Weg zum Shampucket und Planton finden. Finde drei goldene Pfannenwender, um die Warp Gates zu unlocken. Manchmal fällt mir das deutsche Wort nicht ein. Zu Unlock. Heißt es Unlock jetzt hier? Also ich weiß gerade, was Unlock bedeutet, aber ich weiß das deutsche Wort nicht. Aufzumachen. Machen wir aufmachen. So, um zur nächsten Area vom Bikini Bottom zu kommen. Ich wünsche dir viel Glück, kleiner grüner, nicht grün. Kleiner quadratischer Schwammdude. So, okay. Das wird doch lustig. Naja. Ich glaube, das Let's Play wird auch nicht lang werden. Wo ich mich später noch an später Levels gab, die waren fies, weil da gibt es auch teils mit Rätselelementen und da müssen wir mal schauen, wie wir das überleben werden. So. Also das ist halt hier sehr einfach, weil hier ist zum Beispiel Patrick. Hallo SpongeBob, hast du schon mal versucht zu jumpen auf die Roboter, also zu springen? Du kannst... Oh, bounce off, wham, wham, wham. Du kannst auf ihnen drauf springen. Ja. Okay. So, lalalala, dann komm mal her. Dankeschön. So, lala. Aber ich freue mich gerade echt auf das Spiel. Hab mich echt gefreut. Ich bin echt noch gespannt. Ich kann mich nur so ein paar Bruchstücke von damals erinnern. So schon lange her. Weil ich habe mir das Spiel damals in, glaube ich, irgendeinem Sale gekauft. Gab, glaube ich, so für 5 Euro oder so. Aber da hatte ich dann für den Urlaub zum Beispiel. Weil ich dann über die Fahrt hingezockt habe, wäre echt cool gewesen. Das Spiel, muss man schon sagen. So. So, nächster Bereich. Hier ist Gary. Was ist los, Gary? Ich sollte Blasen auf diese Roboter, um sie zu deaktivieren, pusten, so damit ich sie rumbewegen kann. Thanks, Paul. Was heißt denn Paul? Ich habe keine Ahnung. Naja. So. Also erwartet hier keine hochtechnischen Englisch-Übersetzungen. So. Zack. So. Okay. So. Ich weiß nicht, ob wir zu oft so. Dabei sind wir gerade mal am Anfang des Spiels. Das hier sind Seeigel. Da müssen wir einfach rüberspringen. Das ist alles. ich freue mich gerade auf dieses Spiel. Das ist echt schön. So, da oben ist der nächste Pfannenwender. Und die Pfannenwender können später in Levels echt noch fies versteckt sein. Da war ich zum Beispiel mal am Ende eines Levels gewesen. Und da hatte ich nur zwei Pfannenwender gehabt. Aber um die Tür zu öffnen, braucht man leider alle drei. Und dann bringt das ja nicht einen wirklich weiter. So. Hallöchen, kleiner Roboter. So, hier schon eine größere Seeigel-Schlucht. So, da ist auch noch Mr. Krabs. Da unten ist nur tot. Oder beziehungsweise Schaden. Ahoi, SpongeBob. Finde alle Krabby Patties. Also Krabbenburger.
und lasse die Roboter weg von meinem geheimen Rezept. Gut. So, das wird kein 100% waren, ich glaube nicht, obwohl die, glaube ich, nicht so schwer versteckt waren, die Kramburger, aber... Ah, wir spielen halt einmal durch und dann rast halt auch schon. Das wird auch, wie gesagt, nicht viel lange dauern. Wie gesagt, 6 Level, ein Endboss, 4 Chapters, also... Aber es macht schon Spaß. Das werden wir später noch auf jeden Fall sehen. Ist halt gerade noch Tutorial-Level. Ist jetzt noch nicht so spannend. So, da haben wir gerade ein Swashbuck eingesammelt. Das sind die Extra-Leben, die wir da unten links haben. Gerade haben wir 4 Extra-Leben. Jetzt haben wir Schaden genommen. Das sind die Unterhosen da unten. Wir haben 3 Leben. Und die müssen wir halt in Form von Unterhosen sammeln. Ne? So. Dann geht es hier hoch. Ah, zack. Und so. Und der letzte Fun, wenn er jetzt ist, dass die Tür aufhin zum nächsten Gebiet. So. Wir können die auch aus der Luft abschießen und dann landen sie auf dem Boden. Und wenn wir sie dann wieder reaktivieren. Reaktivieren. Dann bewegen die sich halt nur auf dieser einen Plattform da. Oder wir können sie auch runterschubsen. Ja. So, guck mal, da sind die letzten 2 Kramburger. Habe ich auch gerade genau gesehen. Komm wieder hoch da. Komm hoch da. Komm hoch da. Dankeschön. Nein. So. Okay. Okay. Gut. Und hier ist dann dieses Ende. Und ja, das war das Level. Ganz einfach. Wenn Roboter attackieren... Ah ja, wir können auch ein Bonus-Level kriegen, freigeschaltet. Ganz vergessen. Schauen wir mal, was das ist. Gute Arbeit, Swanschwab. Du hast alle meine Kramburger in diesem Level gefunden. Nun versuche auch alle anderen Kramburger jetzt in dieser Area in der nächsten Abschnitt zu finden und noch einen Bonus zu bekommen. Viel Glück, mein Freund. Ah ja, das war so ein ganz lustiges Level, wo man einfach nur springen muss. Nein, jetzt habe ich da schon. Oh, jetzt habe ich schon einen Kramburger verpasst. Das ist doof, schade. Ich weiß gar nicht mehr, was bringt das eigentlich, hier nochmal alle 20 einzusammeln? Oder kriegt man erst dann die Dings freigeschaltet? Oh, da bringt's. Ah, doof. So. Okay. Toll. Das war nicht so gut. Da muss ich mich noch ran gewöhnen. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich alle 20 einsammle. Ja, da auch schon wieder zu früh. Und Finishline. Ja, deine 11 von 20. Okay. Passwort. Jo. One Wheel Madness. Ah, dann kann ich das nochmal machen, das Level. Das Ganze basiert ja auf Passwörtern. Könnte ich mir jetzt aufschreiben? Soll ich mir jetzt aufschreiben? Ich schreibe mal kurz mal. Wieder ganz professionell. Erstmal jemand suchen. So. Das wird nämlich ein bisschen weiter weg. Eben sein. So, machen wir mal hier. Schreiben wir mal ganz professionell hier auf dir das Ganze. So. Also wenn man eigentlich schon rein theoretisch braucht man sich nur ein Passwort für den Endboss rausholen, dann kann man das Spiel auch schon durchspielen. Ist nicht so spannend. So. We try. Ne, da brauche ich nochmal. So. Okay, ein Level machen wir noch, nämlich Hi Ho Mystery Away. Hi Ho Mystery Away. Mhm. So, jetzt sind wir schon in den Quallenfeldern. Kann man ja so betiteln hier, glaube ich. Ne, ja. So, hier können wir so einen Rank hochgehen. Und warum ist hier so ein Roboter? Ah, da ist ein Krabbenburger. Ein Krabbenburger, genau. Ne, ein Krabbenburger. So, bam, okay. So, da ist wieder Patrick. Hallo SpongeBob. Mystery, kennt ihr die noch? Die Mystery aus der einen Folge, dieses Mystery-Pferd. Ist ein sehr nettes Seepferdchen, meinst du? Warum machst du nicht mal einen Ritt mit ihr? Wenn du willst. Einfach dazu R drücken. Okay. Also wenn du bist, die Quicklock war nur in einer Folge gewesen mit dem Pferd. War eine lustige Folge. Und wir können mit ihr reiten. So, wie ihr seht, wir können dann hier mit ihr reiten. Und sie hat auch noch ein paar spezielle Fähigkeiten, die wir auch schon gleich erfahren werden. Ich kann mich aber noch erinnern, dass die Mystery-Levels die schlimmsten waren. Aber es ist noch der Anfang. Von daher noch alles okay. Genau, und dann kannst du ein bisschen flattern wie so ein Yoshi. Oh, schön. So. Was ist hier unten? Okay. Der konnte aber irgendwie noch. Der konnte die doch noch einstellen. Genau, der konnte die. Oh, ja, genau, der konnte die noch essen. Wir können auch Roboter essen und die dann auch mitnehmen. Das ist echt wie so ein Yoshi. Alter, haben die voll von Yoshi geklaut. Fällt mir jetzt also auf. Na egal. So, hallo Sandy. SpongeBob, du kannst mit Mystery diese Roboter essen und ausspucken und sie irgendwo hin platzieren. Sie liebt es aber auch, Blumen zu essen. Ja, das stimmt. Das werden wir gleich noch. Hier, genau. Diese Blumen
denn wir brauchen Mystery, um hier durchzukommen. Zack, nom, nom und nom. Lecker, ne? So, aber ich frage mich noch, war da oben links nicht noch was, irgendwie was gewesen? Da oben so. Ich nehme mal hier so einen Roboter mit. Hier. Ne, ich will einen Roboter haben. So, einmal essen. Oh, hier runter kommt man nicht, ne? Ne, das ist nur Level-Design. Okay. Na, ist ja okay. Danke, Sandy. So, ist hier oben irgendwas? Ne, okay, gut. Dann können wir weitergehen. So. Okay. Wunderbar. Ah, den essen wir auch noch. So. Dort. Bisschen flattern. Da ist ein Krambürger. Haben will. Und da ist der nächste Funwender. Ganz einfach. So, hier ist nochmal ein Roboter. Wir haben noch einen Mund. Vielleicht brauchen wir den noch irgendwo. So, den. Dann will ich Krambürger haben. Dankeschön. So. Da ist eine Unterhose. Die brauchen wir noch nicht. Also flattern wir einfach mal so rüber. Genau, geht auch. Jetzt brauchen wir wieder keinen Roboter mehr. Also essen. Na komm, essen. So. Wir nehmen dich mal wieder mit, Kollege. Hier sind noch zwei Krambürger. So. Und der nächste Abschnitt. Da ist wieder ein Krabbenburger. Hier ist auch noch einer. Da ist auch noch einer. Jetzt möchte ich gerne noch mal nach unten hin. Aua. Ja, toll. Genau in die Seeigel reingefallen. Okay, da ist nix. So, ich hoffe, da waren jetzt keine Siegel mehr. Okay. So, da oben ist ein Fallenwender, den brauchen wir. Komm jetzt hoch, oder geht das so? Ja, das geht nicht so, ne? Nee. Ah, siehst du, der fliegt nämlich noch hoch, war doch klar gewesen. Bleib hier. Dankeschön. Ah, perfekt. So, damit haben wir wieder alle drei Fallenwender. Ah, ich habe gar keinen Roboter mehr im Mund. So, uns fehlen noch drei Krambürger hier. So. Okay. Und der letzte. So, und jetzt ist eigentlich nur noch Ende angesagt. Genau, dafür müssen wir hier hin. Einmal abspringen von Mystery. Und dann geht's hier auch schon wieder rein in die Warp-Röhre. Warp-Röhre jetzt nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine. So, das Bonus-Level. Schreiben wir nochmal kurz das Passwort auf. Falls wir die nochmal... Vielleicht finden wir doch irgendwie alle Krambürger. Wir müssen mal schauen, wie das so wird im Spiel. Weil ich mich halt nicht mehr so ganz genau natürlich erinnern kann. Aber ich kann mich noch so an ein paar Szenen erinnern, wo ich, glaube ich, lange gesessen hatte. So, gut Job. Und jetzt finden wir wieder alle meinen Krambürger im genau gleichen Level. So. Muss man jetzt mal wieder... Oh, toll. Man kann schon wieder vergessen. Ich habe einen vergessen. Oh. Ich glaube, um die Bilder freizuschalten, muss man auch alle, alle Krambürger hier kriegen in dem Bonus-Level. Ja, schon wieder zwei verpasst. Ja, ich kann jetzt eigentlich durchlaufen lassen, aber ich kann gerne nochmal springen hier. Zack. Genau. Ah, oh, schon wieder zu spät. Ja, ich hätte gleiten müssen, genau so weit, ja. Okay, das ging auch nicht. Okay, da hätte ich auch gleiten müssen. Naja, das lernen wir noch mit der Zeit. Okay. We try, nee. So, dann will ich mal vorstellen, Leute, was es hier von diesem ersten Part von Let's Play SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom bzw. Schlacht um Bikini Bottom, die GBA-Version. Ich hoffe, euch wird dieses Let's Play und dieses Spiel besser gesagt genauso viel Spaß machen wie mir. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann nächstes Mal wieder mit diesem schönen kleinen Spiel. Und zwar hier in der Gulagune mit Roboter in der Gulagune. Bis dahin, sage ich Ciao, euer Ninja-Shi-Tendo.